Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier im Digi-Szenario bei STGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe die Ansage wieder mal ein bisschen komplett verquer und krumm gemacht, aber egal. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. So, mein Beton ist schon gerade. Wir werden jetzt aber ganz kurz mal hocheilen zur Forschungsanlage. Oh Mann, hier stehen so viele Kisten rum, die wir nicht brauchen. Können wir alle mal einsammeln. Ups, die Roboter wollte ich nicht allein sammeln. So. Ach, hier müsst ihr zwar mitkommen. So, wie sieht es hier aus mit dem Öllager? Ja, das hat also die neue Ölquelle, die hat echt dafür gesorgt, dass das Öllager wieder komplett voll ist. Und ja, hier müssen wir auch mal Kontrolllampen dran machen. Aber da haben wir natürlich mehrere Ausgangsprodukte, das wird auch schwierig. So, wir müssen mal gucken. Und zwar müssen wir jetzt mal durchsortieren. Wir haben davon haben wir. Von den Grünen haben wir mittlerweile 1000 zusammen. Okay. Militär haben wir auch über 1000. Hier sind es nicht über 1000. Jetzt werden natürlich die ganzen Grünen noch angeliefert. Jo. Weil ich da so ein 200er Stack in der Hand hatte. Wird natürlich jetzt nachgelegt. Gut. Blaue Flächen ist mit 275 quasi sozusagen das Kriterium, was wir mal gerade nicht erfüllen würden. Was brauchen wir denn dazu? Wir brauchen um den Mantel Nummer... Den hier. Den wollen wir erforschen. Da brauchen wir einmal hier unten 400 von allen, 300 von allen und 300 von allen. Das sind insgesamt 1000 von allen, okay. Also wir könnten jetzt theoretisch mal eine so eine Forschung anschmeißen. Für die Module Nummer 3, das hier. Damit wir das Geschwindigkeitsmodul Nummer 3 kriegen. So. Und damit werden unsere blauen Fläschchen aber ausgehen. Was ist denn bei den blauen Fläschchen so wichtig? Da sind die Erzförderer. Die Erzförderer sind so wichtig. Habe ich denn bei den Erzförderern irgendwas abbestellt oder so, dass die nicht mehr produziert werden? Das liegt eindeutig an den Zahnrädern. Also hier liegen Zahnräder drin. Warum werden denn da keine Zahnräder mehr hingeliefert? Es sind wirklich so wenig Eisen im Umlauf, dass wir hier keine Zahnräder mehr fördern können? Produzieren können. Wir tun noch ab und zu was. Jetzt nicht viel, aber naja, gut, okay. Also da scheint irgendwas ganz im Argen zu sein. Also da muss ich mal eruieren, was das ist. So, gut. Jetzt sind wir wieder hier angekommen und jetzt wollen wir hier natürlich dann die Kiste können wir auch schon wieder mitnehmen. Das heißt also, wir kriegen ja nicht mehr Erzförderer geliefert von da oben, weil wir kaum Erzförderer haben. Hm, schwierig. Weiß ich noch nicht, wie ich das gutheißen kann. Alles klar. So, jetzt werden wir erst das Muster aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Da nicht mehr. Da auch nicht mehr. Zwei Platz lassen. Da kommt einer hin, da kommt keiner hin. 1, 2, Platz lassen. So, weil hier ist auch noch Erz zu fördern, also den nehmen wir noch mit. So, dann haben wir hier noch Erz zu fördern. 1, 2, 3, 4, 5. Da steht sogar einer. Nischt das hier. Ah! Hab doch den Balken wieder hingestellt. Dödelidö. Ist doch nicht. Das ist so anfällig hier. Na gut, wir produzieren noch mal ein paar Steine. So, gut. Wir müssen natürlich jetzt den Strommast dann noch wieder, weil jetzt haben wir hier unten alles ohne Strom gelassen, ne? Erstmal hinstellen, so. Gut, dann gehört hier einer hin, der gehört dann dahin. So. 1, 2, 3, 4, 5, da gehört der hin. Da gehört einer hin, da gehört einer hin, da gehört einer hin. Na gut, das brauchen wir hier nicht mehr, weil da steht ja keiner mehr. Aber hier brauchen wir nochmal den Förderer. Hier den Förderer brauchen wir. Und hier brauchen wir auf jeden Fall den Förderer. Der ist bloß zum Stützen dort. Oh, den stellen wir doch schon mal hier jetzt wenigstens ein paar auf. Weil wir werden dann auch nämlich mit den anderen Gelöt zu tun kriegen hier. So.
Warum steht der hier so dicht dran? Haben wir uns verzählt? Verzählt anscheinend. Geht ja nicht anders. So. Da eine Kiste hin, da eine Kiste hin, da eine Kiste hin, da eine Kiste hin. Da eine Kiste hin. So. Okay. Hier draußen haben wir noch was. Hier muss auch einer hin. So. Das heißt, wir brauchen hier die Kiste. So. Die stellen wir da noch hin. So, hier draußen haben wir auch noch was. Das muss auch noch weg, also muss da auch noch einer wieder hin. Was denn jetzt? Ach so. Dachte schon, wäre was Schlimmes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Haben wir uns in eine Anrichtung um einen verzählt. Na gut. Okay. Wir kriegen das schon hin. So. Da ein hin, da ein hin. Die könnten theoretisch stehen bleiben, aber wir machen das erstmal weg. So. Da muss einer hin, weil hier steht was, was man abbauen kann. Kohle zum Beispiel. So. Dann muss hier einer hin. So, der ist... Der wird noch gerade so erfasst von ihm, ne? Oder? Nee, wird er nicht. Da muss hier also auch einer hin. Hier muss einer hin. Hier muss erstmal keiner mehr hin. Hier muss aber noch wieder einer hin. Und hier muss definitiv auch noch einer hin. Na, warte mal, die müssen, glaube ich, weg hier, sonst passt er nicht dahin. So, und dann hier muss dann keiner mehr hin. Alles klar, dann müssen wir jetzt mal die nächste Reihe suchen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kontrollieren wir gleich, ob das richtig ist hier, ne? Ja, das passt. So. Da müssen alle welche hin. Hier weiß ich gar nicht, in dem Bereich. Ist keiner, ne? Da muss keiner hin. Hingestellt werden. Mal gucken, ob wir uns das gemerkt kriegen, dass wir da keinen hinstellen oder ob wir da einen hinstellen und uns wundern, warum der nichts abzubauen hat. Das könnte uns nämlich auch blühen, dass wir genau auf solche doofe Idee kommen. So, hier muss dann einer hingestellt werden. Der passt da rein. So, wunderbar. Und dann brauchen wir jetzt hier die untere Schiene lang. Also der hat ja hier was. Der hat wirklich gar nichts hier im Einflussgebiet. Ne? Der hatte hier ein bisschen Stein, ein bisschen Eisen und ja, na gut, das Kupfer draußen, das lassen wir liegen. Gut, das heißt, hier müsste hier einer rein. Hier müsste einer rein. Hier müsste einer rein. Hier müsste einer rein. Da müsste einer rein. Da gibt es was zu holen. Da gibt es auch was zu holen. Und hier gibt es was zu holen. So, muss hier einer hin. Hier muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin. Ach komm, hier lassen wir die Steine dann noch abbauen. Steht da einer. So. Dann Kiste davor, Kiste davor, Kiste davor, Kiste davor, Kiste davor, Kiste davor. Jetzt habe ich nicht mehr solche Kisten. Hm. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich mir irgendwann diese Kisten nicht im Inventar habe. Naja, gut, egal. Lassen wir uns noch ein paar liefern hier. So. Dann haben wir das. So, Mauerteile bauen. Ja, damit wir durchlaufen können hier. Ganz ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben, locker durch die Hose atmen. So, hier hinten außen. Warte mal, da bauen wir auch noch einen hin. Da liegt nämlich Eisenerz. Das nehmen wir mit.
So, Kisten haben wir auch schon gekriegt. Wunderbar. Das wird ja richtig toll hier. So, dann müssen wir noch die Schwefelsäure hier rein transportieren. So, dann können wir das mal abbestellen hier. Dann müssen wir die Schwefelsäure noch bis hierher kriegen und dann wird ja richtig schick. So, einen dahin, einen dahin, einen dahin. Mehr haben wir davon gerade nicht. Kann ich denn selber welche herstellen? Muss ich da auch können, oder? 5 Stück. Naja, ist jetzt auch nicht so viel. Aber egal. Schon mal besser als nichts, ne? Das ist jetzt gar keiner. So. Die sehen gleich bulliger aus, ne? Wenn sie diese Anschlüsse für die Schwefelsäure kriegen, dann sehen die gleich ein bisschen so aus wie Uiuiuiui TV. Heute haben wir aber mal einen dicken Arm. So, gut. Dann brauchen wir hier unten noch welche. Hier ein, da ein, dort einen, hier einen, dort einen und hier noch einen. Dann sind wir eigentlich durch hier mit dem Erzgebiet, ne? Würde ich sagen. Dann sollten wir hier großflächig alles bedient bekommen. So. Dann brauchen wir jetzt hier noch eine clevere Rohrverlegung. Also, clevere Rohrverlegung heißt ja auch, dass sie clever ist. Gut, also du kriegst dann von hier nach dadurch gegeben. Du musst irgendwo mal hier was durchgeben. So. Das kommt dann auch hier unten an. So. Und hier bleibt dann noch Öl über. Was ist das eigentlich? Das ist mitten in der Produktionskette. Naja, gut, okay. Das ist nicht ganz so schlimm. So, warte mal. Dann musst du hier auch so durchgeben. Und hier geht's dann so. Da nach oben. Hier von oben holen und dann super durch. Dann müssen wir dann einfach bloß mal den anschließen und dann müsste das schon genügend Säure sein eigentlich. Das Problem ist, hier den werden wir nicht durchlaufen können hier. Hier werden wir nie wieder durchlaufen können. Das ist aber nicht weiter schlimm. So, ach so, hier ganz hinten brauchen wir noch einen, okay. Gut, 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 gut. So. Okay, so, dann brauchen wir jetzt ein Stromnetz hier da drin. Was dafür sorgt, dass überall Strom ist. Das ist echt schwierig. Das finde ich gar nicht mal so schön hier jetzt. Na gut. Das werden wir nochmal zufrieden ein bisschen hier. So, der macht denn die alle hier? Jetzt habe ich keine Strommasten mehr. Da kann ich aber auch was gegen tun. Und die hätten schon Strom. So, jetzt haben sie alle Strom. So, jetzt geht hier mal richtig was los. Richtig viele neue Stromverbraucher angeschlossen. 99 Erzförderer haben wir jetzt im Betrieb. Okay, gut. Das müssen wir uns mal merken, so als kleine Kennziffer, dass wir 99 Erzförderer, theoretisch können wir ja noch 100 anschließen.
So. Jetzt müssten wir 100 haben, ne? 100 Erzförderer haben wir im Betrieb. Das ist immer so eine Kenngröße, die sollte man sich vielleicht mal merken. Dass wir dann halt sagen, okay, wir haben dort genügend Erzförderer. So 100 sollten immer am Laufen sein oder, keine Ahnung, vielleicht auch 200 immer am Laufen sein. Eigentlich in einem normalen Vanilla-Welt sind, glaube ich, mehrere Tausend am Laufen, ne? So, gut. Dann gucken wir mal nach hier oben. Ab und zu wird ja doch was produziert. Wir werden jetzt mal in die Erzförderproduktion mit einsteigen und werden jetzt hier mal ab und zu ein paar machen. Wir hatten schon mal das Phänomen, dass hier oben Eisen gelagert wurde. Das ist jetzt definitiv vorbei. Also gut, die Forschung ist jetzt wieder aktiv hier, ne? Ja, die blaue Forschung, das ist schon... Da müssen wir wirklich immer ab und zu eingreifen hier und mal ein paar von den Dingern einfach reinschmeißen, glaube ich. Damit hier ein paar blaue Flaschen gemacht werden. So. Demzufolge müssen wir wahrscheinlich mal das, was wir dann immer produzieren, oder haben wir da mal wirklich dann ein bisschen Eisen und so irgendwo zusammenklauben, dass wir da ein bisschen was machen können. Oder wir müssen halt dann wirklich die Zahnradproduktion irgendwie erweitert kriegen, aber naja. Da sehe ich eher schwarze. Achso, warte mal, ich müsste es mit dem automatischen Abfall auf hochstellen. So. Gut. Dann können wir jetzt hier so Landfills besorgen. Landfills besorgen. Landfills sind wichtig. So. Und für den Rest machen wir uns noch ein paar Spitzhacken hier. So. Naja, da kriegen wir noch ein paar Spitzhacken zusammen. Zack. So. Aber 17 Stück wieder, das ist okay. Alles klar. So, in der Zwischenzeit haben sie uns auch schon ein bisschen wieder was geliefert. Wir können auch schon wieder 5 davon machen. Das ist immer 100 Eisen, ne? Ah, Eisenerz haben wir auch ein bisschen in der Tasche. Das können wir hier mal zufügen. So. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen was raus. Ich weiß gar nicht, wie sieht das hier oben aus mit dem Stahl? Naja, da ist auch nicht allzu viel Eisen angeliefert. Also es wird auch mal Stahl abgeholt. Es ist zwar über dem Schnitt, aber das liegt wahrscheinlich an irgendeiner anderen Kiste hier. Ah, an der Kiste nicht, dass wir hier noch über 700 drin sind. Ah, okay, gut. So, ich kriege hier ein bisschen Eisen angeliefert hier. Kann ich noch ein paar von den Dings machen hier. Na, wo bleiben die letzten 8 Eisenplatten? Kann jetzt nicht so lange dauern. So. Gut, dann kann ich noch ein paar davon machen und dann müsste ich dann bei der Bauernproduktion immer mal ein bisschen unterstützend eingreifen. Ja, hier ist das ja das ähnliche Problem, ne, mit Zahnrädern und so. Naja. Wir brauchen wahrscheinlich doch eine zweite Zahnradfabrik. Die könnte man nicht hier hinbauen, ne? Das sieht auch ganz gut aus. Alles klar. Aber das werden wir alles mal in der nächsten Folge machen oder in der nächsten Session, wenn ich denn daran denke, dass ich die Zahnradfabrik dann nochmal mache. Weil hier passen ja 2 Fabriken hin, da könnten wir eine Zahnradfabrik nochmal machen. Für das erste, damit dann hier eventuell die Zahnräder etwas näher produziert werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel Querverkehr hier hinten, also hier unten wird ordentlich produziert. Ich hoffe, dass jetzt auch wieder ein paar Erze hier ankommen. Ja, da sind schon wieder 35 in Lieferung. Das ist sehr schön. Somit kann auch wieder hier ein bisschen was gemacht werden. Aber gut, wir haben da noch ein Kilo von. Und ehe das hier durchgearbeitet ist, das dauert auch noch eine Weile. Und ehe das alles verbraucht haben, was wir bis jetzt haben an Energie. Sehr schön. Also das Streben nach der Atomenergie hat auf jeden Fall geholfen. Alles klar. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ich mache jetzt mal hier so einen kleinen Screenshot, damit ich was habe fürs Thumbnail. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.